Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren OMSI-2-Folge. Ja, wir sind heute in Berlin-Buch unterwegs, fahren heute die Linie 150, das Ganze hier mit dem VDL. Das ist natürlich nicht Original-VDL, das ist ein Repaint für den Studio Polygon 400mmC DLC. Das Ganze könnt ihr euch natürlich auf OMSI-2-Fahrzeuge und Co. natürlich kostenlos herunterladen. An der Stelle Grüße gehen raus, natürlich für das Bereitstellen der wundervollen Beta der Berlin-Buchkarte und natürlich dem Repaint, welches ihr jetzt natürlich schon komplett runterladen könnt, falls ihr den DLC besitzt. Wir wollen uns das Ganze, wie gesagt, heute mal angucken. Die Linie 150 sind wir, glaube ich, meiner Meinung nach noch nicht gefahren. Deswegen wird es jetzt Zeit. Ist jetzt natürlich neuer Content. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, wie die Linie 150 so ist. Aber als erstes gucken wir uns den Bus an. VDL natürlich. Hier sehen wir hier schon überall BVG. Ne? Die ganzen Klebchen sind hier dran, weil wir dich lieben. Klebchen dran. Überall Klebchen dran. Hier vorne auch noch ein VDL-Logo. Und die ganzen Hinweise, ne, Berlin. Allerdings sind die Texturen leider ein bisschen unscharf. Da könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen was machen, damit das Ganze vielleicht noch ein bisschen schöner aussieht. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt an mir liegt oder ob das jetzt wirklich jetzt eine Textur jetzt ist. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen im Innenraum gucken, ne, haben wir hier natürlich auch schon die gewohnte, ja, Innenausstattung der Berlin BVG-Busse, ne, mit diesen komischen, verwirrenden Sitzpolstern. Ja, das sieht natürlich schon sehr verschärft aus. Gelbes Gestängel und so. Was mir hier aufgefallen ist, ist so ein bisschen die Abstufung. Hier vorne natürlich so alles wunderschön hier, so die Beine hier. Aber hier hinten, das wirkt irgendwie voll dreckig, irgendwie so gräulich oder sowas. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, wenn wir mal so gucken, auch hier vorne neben dem Beifahrer, also der Beifahrersitz, da ist das Ganze halt genauso. Das ist ein bisschen schade. Ja, das wirkt natürlich ein bisschen komisch, warum das halt so ist. Denn wenn wir mal gucken, ganz oben sieht es mir natürlich ein bisschen anders aus, wenn wir hier mal so rausswitchen. Ja, dann sehen wir das Ganze hier, ist es auch. Nur die, obwohl, hier sind ein paar mehr Bänke. Sind die dreckig zufällig? Kommt das von dem Bus? Muss man die putzen? Nee. Kann ja sein. Man weiß ja nie in dem Bus hier, was hier so alles geht und was nicht, ne? Nee, auf jeden Fall, ja, ist wie gesagt komplett kostenloser Content. Also, falls ihr auf der Suche wart nach einem BVG Repaint, denn wie gesagt, bei OMSI-2-Fahrzeuge und Co. Ich finde es natürlich noch ein bisschen schade, dass es für den Masterlight noch kein richtiges schönes BVG-Repaint gibt. Also, hier sind natürlich Wünsche noch offen, ne? Da könnte man noch ein bisschen nachlegen. So, setzen wir uns mal an unserem Fahrerplatz hier hin und werden uns jetzt mal gleich von dannen machen. Schalten natürlich noch Tracker Air hier mit an und dann, ja, starten wir mal unsere Maschine. Wie gesagt, von dem Bus her brauche ich natürlich nichts sagen. Ihr kennt meine Meinung zu dem 400mmC-Bus. Na, ich bin eigentlich positiv überrascht, was eigentlich für ein guter DLC das Ganze ist. Ja, wir müssen noch die Linie hier natürlich schildern. Wir sind heute auf der Route 150 und fahren das Ganze heute auf der Destination. War das jetzt 348? Bitte. Ja, passt sogar. 348, wundervoll. Hey, jetzt sehen wir hier zum Beispiel auch mal hier so die Anzeige hier, ne? Linie 150 Alcaro. Ne? Also das ist schon eine ziemlich coole Sache. Ja? Natürlich schildert das Ganze hier auch jetzt. So, gut, dann. So, ich habe Ton mal ein bisschen lauter gemacht von OMSI, damit ihr auch mal ein bisschen was hören könnt. Ihr habt ja nie was gesagt, dass es vielleicht ein bisschen zu leise ist oder sowas. Ja, naja, so ist das. So, kommen Sie rein, junge Dame, können Sie rausgucken. Willkommen, willkommen. Ja, sonst, was mich hier an dem Bus halt auch so ein bisschen stört, wie gesagt, cool ist natürlich, dass das jetzt so ein richtiges Repaint jetzt was gibt, die Kasse. Die Kasse stört mich mega, ja, das ist noch nicht dieses hundertprozentige Feeling, ja, eines BVG-Busses, ja, da muss auf jeden Fall noch ein Atron mit rein oder sowas, so ein schönes AFR, so, das wäre großartig. Also wenn sie jetzt hier irgendwelche Scripter nochmal unterwegs sind, hier im OMSI-Welten und so, dann macht das doch mal bitte, ja, haut doch mal hier eine anständige Kasse rein, ich habe davon keine Ahnung. Das wäre natürlich noch eine richtig coole Sache. Sonst, ja. Die Linie 150 ist natürlich eine sehr interessante Linie, macht Spaß zu fahren. Wie gesagt, wir können ja mal so ein bisschen mal so auf die ganzen Details mal hier so eingehen. Ja, Positives, Negatives hier auf der Karte. Natürlich, negativ muss man immer dazu sagen, alles ist eine Beta, ne? Alles ist natürlich noch offen. Also hier geht natürlich noch einiges, ja, wo jetzt noch Fehler drin sein könnten.
Also mir ist schon aufgefallen, dass die KI-Pfade übelst furchtbar sind. Ja, also hier von den Fahrzeugen hier und alles, was die fahren einfach wie sie wollen. Die fahren in deine Karre rein, ja, du kannst dafür nicht mal was irgendwie, du hast Vorfahrt, sie fahren trotzdem in die Karre, ja, sie ziehen einfach rum und alles was. Also da sind immer noch so kleinere Fehler, die mir jetzt zum Beispiel noch so aufgefallen sind. Deswegen spiele ich das Ganze, also jetzt nicht wundern, wir können durch Autos durchfahren, ja, also hoffe ich zumindest, ich habe das eingestellt, mit dem BBS hat es wieder umgestellt, das kann natürlich sein, aber im Normalfall sollte das jetzt nicht funktionieren. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Karte, eine richtig schöne performance-arme Karte. Also wir haben jetzt nicht jetzt so Sachen, dass wir jetzt hier ständig irgendwelche Ausfälle hätten oder irgendwie sowas. Ja, dass hier gar nichts funktioniert so. Normalerweise hätten wir jetzt hier eigentlich fahren können. Aber ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Wenn du kein Turbo hast, hast du verloren. Ha, das ist nochmal gut gegangen. Das ist nochmal gut gegangen. So. Ja, wie gesagt, das ist zum Beispiel noch eine Baustelle, aber ich denke mal, die wird wahrscheinlich schon bekannt sein. Man wird das Ganze ja wahrscheinlich selber mal auf und abfahren. Ne? So Sachen wie zum Beispiel, dass jetzt hier irgendwas falsch steht oder sowas, die sind mir jetzt tatsächlich gar nicht so groß aufgefallen. Man versucht in der Beta natürlich noch, also diese Linien, die jetzt vorhanden sind, die werden es auch sein wahrscheinlich. Man versucht sie jetzt natürlich noch ein bisschen auszugestalten, bevor man das Ganze jetzt dann wahrscheinlich veröffentlicht. Werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten, sobald ich da Näheres weiß, werdet ihr das Ganze dementsprechend in den ÖPNV-News von mir erfahren. Dann werde ich das Ganze natürlich dann dementsprechend halt auch ja, sagen. Wie gesagt, sobald ich da neue Informationen habe. Was kann man noch sagen? Ja, wie gesagt, einige Objekte tatsächlich sind ein bisschen crazy. Man sollte vielleicht, bevor man das Ganze in die Beta veröffentlicht, vielleicht nochmal rüberlinsen über die ganze Objektliste. Ja, da sind immer wieder so Sachen drin, wo ich mir immer so ein bisschen Kopfschüttel. Zum Beispiel, ich nenne euch jetzt einfach mal ein Beispiel, wird hier ein Baum gesucht und der Baum, der existiert schon dreimal. Ja, siehst ja, wenn Baum 1, ja, oder so ein Baum, weiß ich, machst du spannender Baum, dann hast du Spanderbaum, dann hast du Spanderbaum in Klammern 1, Spanderbaum in Klammern 2, Spanderbaum 3 und alles sowas, ja, dann ist das so durchnummeriert. Und jetzt hier zum Beispiel ist an der Stelle, da hast du keine Zahl mehr, da steht da hinten einfach nur noch eine Kopie. Ja, also sowas. Da müsste man vielleicht nochmal drüber linsen, ob man das vielleicht dann irgendwie nochmal auswechselt gegen Standard-Content. Und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall, bevor ihr das Ganze natürlich runterladet, nochmal rüberlinsen mit einem Omsi-Map-Tool oder irgendwie sowas. Dass euch da nichts fehlt oder sowas. Was mir auch aufgefallen ist in der Ilis, es fährt hier ein Bus aus der Hamburger Stadtbusfamilie rum. Ja, also da wäre vielleicht nochmal wünschenswert, wenn man da dementsprechend auch nochmal so ein bisschen entweder das Ganze als eine zweite Variante noch dazu packt oder ihr selbst müsst es natürlich patchen. Also unbedingt darauf achten, ja, in der Ilis gibt es halt ein Bus aus der Hamburger Stadtbusfamilie. Aber was mich am meisten halt so ein bisschen gestört hat, ist, dass hier Content drin ist, den du heute gar nicht mehr findest. Und zwar beziehe ich mich jetzt hier speziell auf ein KI-Fahrzeug, ein parkendes Fahrzeug, ja, welches sich VW Passat B6 irgendwie nennt oder irgendwie sowas. Diesen Bus sage ich schon, dieses Auto findest du nicht. Den gibt es nicht in Omsi. Ich habe da extra gesucht. Ich hatte jetzt hier zwar eine Passat-Variante runtergeladen. Die gibt es noch im offiziellen Omsi-Forum. Ja, Tatsache, die gibt es noch. Habe die jetzt einfach umbenannt. Und ja, seitdem fehlt mir die Datei halt nicht mehr. Aber wie gesagt, wahrscheinlich steht nicht das Fahrzeug da, was eigentlich dastehen sollte. So, Feuerwehr. Mit Polizei im Anhang. Stopp. So, ihr wollt aussteigen, dann raus mit euch. Morgen. Morgen. Hallo. Ja, sonst wird natürlich noch Content benötigt, wie zum Beispiel als KI-Busse sind hier der Solaris Ubido 18 verbaut.
In einer GN05 oder 08 Variante findet ihr allerdings dann bei OMSI 2 Fahrzeuge und Co. Da könnt ihr euch das runterladen. Sowie Menschen, die mit Mundschutz hier rumlaufen. Laufen sie bei mir jetzt auch nicht, weil ich das Ganze einfach nur ausgetauscht habe mit meinen Humans einfach. Ja. Laufen also dementsprechend die Leute mit Mundschutz, aber das Ganze findet ihr dort auf der Website. Ja. Ja. Und sonst war jetzt nichts groß Dramatisches gewesen. Wie gesagt, ein paar kleinere Dateien, die man halt immer noch ein bisschen umbenennen musste oder sowas. Ja, Pfade, die zum Beispiel falsch lagen, zum Beispiel von den Bäumen und so. Ja, es gibt hier einmal den Trees-Ordner im Scenery Object. Und dadurch, dass er Trees heißt bei mir, ja, und scheinbar bei OMSI 2 Fahrzeuge und Co. nur Tree, ja, war ein S zu viel und dementsprechend hat er natürlich sämtliche Bäume und sowas nicht gefunden gehabt. Ja. Dementsprechend muss das natürlich auch wieder angepasst werden. Jetzt funktioniert es aber. Ne? Also wie gesagt, das sind aber alles noch so Sachen, die natürlich noch der Beta ein bisschen geschuldet sind. Ne? Aber es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn man kurz vorm Release das Ganze vielleicht nochmal irgendwie vielleicht nochmal drüber schaut. Hallo. Den Schienenersatzverkehr, der jetzt hier auch neu mit dazugekommen ist, hoffen wir, dass wir uns den auch mal angucken können. OMSI 2 Fahrzeuge und Co. hat natürlich auf Facebook da schon einige Videos und Bilder natürlich schon gezeigt. Das werden wir uns versuchen, auch noch hier anzugucken. Ja, und dann, ja, freuen wir uns natürlich auf den Release dieser wundervollen Karte. Ich freue mich auf die Karte. Die ist nämlich wirklich, gerade, wie gesagt, ich als Berliner freue mich natürlich sowieso mal über Berliner Content. Hier scheint eine Schule zu sein oder irgendwie sowas. Ich komme natürlich jetzt nicht aus Berlin-Buch, ja, also ich kann da jetzt natürlich nichts zu sagen, aber falls ihr die Schule hier wiedererkennt oder was da auch mal das hier ist, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare posten. Ja. Aber ich finde, das fühlt sich halt schon mega realistisch an, wenn wir hier so lang fahren. Wirkt das schon so typisch berlinerisch hier. Wenn man das mal so sagen kann, gibt es das überhaupt, typisch berlinerisch? So. Großartig. Üb. So, hinten sitzen aber raus alle. Schön. So, Manfred ist auch drin. Das passt. Ja, die Brücke, die stellt kein Problem dar. Nachher in Buch, die Brücke, die Schamhaaresbreite, also wirklich, der Bus darf keinen Zentimeter höher sein. Aber die Brücke nimmt man natürlich mit links. Die war ja so hoch wie die Laternen hier. Und wenn wir unter die Laternen passen, passt natürlich auch das Ganze unter dem... unter der Brücke durch hier über den Bus, ne? Was vielleicht noch cool wäre, ist, da müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Oder vielleicht OMSI 2 Fahrzeuge und Co., dass wir vielleicht das Ganze auch mal jetzt so langsam irgendwie schon mal so für BBS fertig machen. Dass man die Karte zum Beispiel im BBS zum Beispiel benutzen kann. Wie gesagt, wir sehen, die Minikarte, die funktioniert hier nicht. Sonst, glaube ich, würde sie jetzt auch nicht jetzt im Betrieb funktionieren. Also, da wäre auf jeden Fall cool, wenn wir da irgendwie nochmal uns dann zusammensetzen. Vielleicht können wir da auch einfach mal PDP anschreiben. Brauchen natürlich eine Version davon, dass sie das Ganze halt dementsprechend übernehmen können. Und dann würde das vielleicht gepatcht werden. Und dass man dann sie zum Beispiel dann auch in Firmen fahren könnte, ne? In Online-Firmen und sowas. Und das wäre vielleicht auch noch eine ganz interessante Sache. Also, von daher... BBS-fähig ist diese Version hier aktuell noch nicht. Liegt denn hier schon wieder Müll rum? Ja, guck mal hier, ja, liegt schon wieder Müll rum. Was wieder raucht hier in meinem Bus? Ich glaube, es hackt. Guck mal hier, Alter, wie viele Dosen. Oh. Zeitung liegt hier rum. Ist das...
Oh, Leute, könnt ihr hier nicht einfach mal ein bisschen Ordnung halten? Das ist ja ein schlampiges Verhalten hier ohne... Oh, sieht's gut aus. Ja. Oh, schaut's gut aus. Ey, guck mal, ja, das ist so ein geiles Bild hier. So, wie sieht's aus? So schnell hier rum. Jetzt kommen wir hier nicht raus. Oh. Das ist hier immer so furchtbar. So furchtbar alles. Ding Dong. Hier sehen wir hier auf der rechten Seite natürlich, ne, die ganzen Wohnhäuser so hinter Bäumen versteckt halt. Ne, das ist eigentlich eine coole Sache. Nicht direkt halt an der Straße zu wohnen. Das ist auch echt schön platziert alles halt. Das hat hier irgendwo alles so seinen Sinn, wie das Ganze hier platziert ist. Das finde ich halt mega putzig, ja. Klar, wie gesagt, hier fehlen auch so diese kleineren, sag mal, Streckendetails und alles sowas, ne, aber... Das ist dann meistens immer so Content, der dann wirklich zum Schluss immer kommt. Und diese ganzen Feinheiten und alles sowas. Guten Tag. Aber im Großen und Ganzen, ihr seht's ja halt, wie gut das läuft, ne? Ich bin halt immer so der Mensch, so lieber läuft's halt flüssig und so kannst halt ohne Probleme spielen. Als, ja, dass die Karte gar nicht läuft. So, muss ich mich jetzt hier leider jetzt hier so fies reindrücken. Ja, das ist, passt mir eigentlich gar nicht, aber das ist zum Beispiel eine Stelle, wenn du hier stehst, lassen dich die Autofahrer auch nicht rein. Also, schön vorsichtig. Ja, sonst hatten wir eigentlich so über die Installation alles gesprochen. Also, worauf ihr achten müsst halt. Wie gesagt, Release-Zeitraum erfahrt ihr dann halt spätestens in den ÖPNV-News. Wenn es da Informationen gibt, würde ich sie euch natürlich zukommen lassen. Ja, wie gesagt, Repaint hier für den 400mmC könnt ihr euch runterladen. Sonst hätten wir eigentlich alles hier, ne? Ich weiß gar nicht. Also, natürlich werden alle Linien mitgeliefert, die wir jetzt hier schon in den Folgen hatten. Wir gucken uns, wenn ich es schaffe, noch den SIV an. Na, den gibt es ja hier auch. Da fahren wir von Karo nach Buch. Gucken. Oh, die Ampel ist aber sehr lange rot. Dadurch, dass es, glaube ich, nur eine Fußgängerampel ist oder sowas, ja, ist die viel zu lange rot. Fußgängerampeln, wie lange sind die meistens an? 10 Sekunden, 15 Sekunden? Da passen nicht nur drei Autos rüber und dann stehst du da 5 Minuten. Also so nicht. Nee, nee. So, können wir mal hier Handbremse reindrücken, dass die nicht die ganze Zeit auf dem Bremspedal stehen. Ja, also wie gesagt, einziger Wunsch hier in dem Bus halt noch ein schönes Atron oder sowas. Aber hier, die zum Beispiel hier so schön für die Firma, eine kleine feine Karte. Wie gesagt, das Ganze wird natürlich immer weiter fortgesetzt. Wenn es, wenn möglich, halt immer euch die neuesten Updates hier zeigen, die dann immer so existieren. Es dauert immer ein bisschen, bis wir dann die Zeit finden, das Ganze dann halt dementsprechend mal aufzunehmen und alles sowas. Ne? Das Ganze mal so ein bisschen vorzubereiten. Denn ich vergesse jedes Mal meine Dateien, die ich halt immer selbst hier manuell umstelle hier, die AI-Listen, Humans und alles sowas, ja, immer zu sichern. Und jedes Mal überschreibe ich die denn. Das macht natürlich wenig Sinn denn. Ne? Das ist dann natürlich ärgerlich. Dann sitzt du dann halt wieder da, musst das Ganze wieder umfummeln. Aber, naja. So, auf jeden Fall hier noch so als kleinen Tipp an den Entwickler hier. Die Ampel ist definitiv zu lange rot. Wenn das nur eine Fußgängerampel ist, muss sie deutlich... Also umgedreht funktionieren. Für die Fußgänger müsste, ja, das, also doch, eigentlich umgedreht. Für die Autos ist es zu kurz und für die Fußgänger zu lang und für, ja.
komm, weißt du? Dit sind sie wieder hier. Dit sind sie. Versucht trotzdem natürlich zu achten, auch wenn wir jetzt hier durch Fahrzeuge durchfahren können und sowas. Natürlich nach STVO zu fahren und sowas, ne? Außer an Stoppschilder. Stoppschilder hält man heutzutage nicht mehr. Zumal du hier auf diesem Stück echt Zeit verlierst. Ja, das ist schon echt heftig. Diese zwei, drei Ampeln hier, die hier so stehen, da kannst du echt Zeit verlieren. Aber dafür sind der Beta-Test da, ne? Um das Ganze halt dem Entwickler halt zukommen zu lassen. Ne? Deswegen verstehe ich immer nicht, wie manche Payware-Addons dann immer so erscheinen, wo die Karte dann teilweise echt unterirdisch denn mit Macken zu kämpfen hat. Also mit Bad Hügelsdorf nehme ich jetzt mal aus, ja, da ist jetzt ein bisschen die Performance und alles was jetzt gerade dran. Aber gab ja jetzt schon so einige Payware-Addons, wo man sich so denkt so, what? Kontrolliert das denn keiner? Ihr kennt das wahrscheinlich schon selber, ne? Ihr hattet das bestimmt auch schon mal gehabt, so dieses Gefühl, wenn dann mal so gesagt wird, so, ja, es gab Beta-Tests oder sowas und ihr entdeckt da irgendwelche Fehler drin und dann entdeckt ihr euch so, bitte? Wo waren die Beta-Tester? Die müssen das da auch gespielt haben. Ich weiß, Beta-Tester sind wirklich nervig, weil sie finden halt auch gefühlt immer was, ja. Aber es soll ja nur dazu dienen, dass die Leute nachher sich nicht so wirklich groß beschweren hier, ne? Zum Beispiel ist mir aufgefallen, ich glaube, die Ampel hier, die Busampel, die funktioniert hier leider nicht. Guten Tag. Guten Tag. Morgen. Guten Tag. Da steht zwar die ganze Zeit auf angefordert, aber... Oh doch, sie funktioniert. Gut, dann ist schnell rüber. Das, also... Auch wieder viel zu kurz, ey. Mann, da kommst du doch niemals rüber. Bis der Bus alle Türen zu hat, die Handbremse gelöst hat, ist die Ampel schon wieder rot. Also, letztes Mal stand ich hier halt gefühlt einfach 5 Minuten oder sowas, 4 Minuten. Es passierte halt nichts. Angefordert war. Aber es passierte nichts. So, ich nehme jetzt leider aber die Autoampel jetzt hier, weil ich jetzt nicht noch länger warten möchte. Immerhin möchtet ihr noch was sehen von der Folge. Also Ampelphasen, ja, die sind wichtig hier. So. Wir sind dann auch schon im Buch angekommen jetzt. Mit ein bisschen Verspätung. Hoffentlich nimmt uns die S-Bahn nicht übel. Aber das ist gerade sowieso eine Baustelle, wie ihr oben sehen könnt. Da geht gerade sowieso nichts. So, lassen wir die Fahrgäste hier aussteigen. Sind wir auch da schön, ne? Vom Buch nach Karo. Ersatzverkehr mit Bussen. Nach Blankenfelde fährt die. Das fährt die ja, glaube die S2. Fährt die nicht Bukower Chaussee vorbei, die S2? Bin mir gar nicht mal so 100% sicher. Müsste jetzt fast passen, weil das wäre ja auch bei mir echt um die Ecke. Ja, Oma, bist du eingeschlafen oder was ist los? Jetzt haben wir natürlich hier unsere Phase wieder hier verpasst hier. Warte mal, bis die Autos jetzt hier weg sind. Oh, er lässt uns sogar, das ist aber höflich. So, hier diese... Hier ist wirklich Obacht hier, ja. Das passt hier gerade mal so. Ihr seht's. Alter.
Aber wenn ihr hier durch seid, immer auf den Arsch aufpassen und dann funktioniert es aber. Dann seid ihr durch. Also hier wirklich mit Vorsicht hier mit dem Bus hier durch. So, und wir fahren jetzt hier in unseren Feierabend. So, Pause. Damit hätten wir die Fahrt abgeschlossen. Und das war auf jeden Fall die Linie 150 von Karo nach Buch. Ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß wieder gemacht. Ne? Also ich finde die Karte sowieso großartig. Wer wirklich mal so Bock hat, mal so Berlin so mehr ländlich zu sehen, der, für den ist die Karte genau richtig. Ja? Für den ist die Karte echt gemacht worden. Ja, also ich glaube, das ist er hier sogar, der Hamburger Stadtbus hier. Genau, also für den ist die Karte absolut gemacht. Also schaut sie euch an, sobald sie verfügbar ist. Ich drücke euch, wie gesagt, also sobald ich was weiß, lasse ich es euch zukommen. Deswegen hoffe ich, wie gesagt, drückt die Daumen, dass wir da irgendwelche Informationen bekommen, damit ich ja euch so schnell wie möglich da euch Infos geben kann, sobald diese natürlich dann veröffentlicht wird. Und dann, ja, wünsche ich euch natürlich viel Spaß mit der Karte, denn wir gucken uns in der nächsten Folge, also jetzt, ob es jetzt die nächste Folge ist, wenn wir das nächste Mal hier im Buch so unterwegs sind, den Schienenersatzverkehr an. Also wenn ihr den unbedingt sehen wollt, einschalten, würde ich sagen. Und damit verabschiede ich mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.